Hallo, in diesem Video möchte ich kurz die im Gebäude 22a im Raum 225 im Fakultätszentrum der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft eingebaute Logitech Rally Videokonferenzanlage zeigen und wie man sie für hybride Meetings und hybride Veranstaltungen nutzen kann. Dazu braucht man vor allem erstmal einen Laptop, den habe ich hier vor mir auf dem Tisch aufgebaut, spreche auch erstmal in die dort eingebaute Kamera und in das dort eingebaute Mikrofon. Und das sieht ein bisschen witzig aus, weil ich mit einem roten Poloshirt vor einer roten Wand sitze und hinter mir noch Fotos hängen von verdienten Professoren und Dekanen der Fakultät, aber das nur am Rande. Die hier eingebaute Videokonferenzanlage besteht aus gleich zwei Logitech Rally Videokameras. Eine, die hier an der Frontseite des Raumes hängt, da wo auch die Projektionsfläche des Beamers ist, und eine zweite Kamera an der Rückseite des Raumes. Und ich schalte jetzt auch mal auf die Kamera an der Frontseite um. Dann braucht die so einen kleinen Moment, um aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen, fährt in so einen Ursprungsmodus vom Bild und erkennt dann Personen im Raum und zoomt automatisch so hin, dass eben die im Raum befindlichen Personen, in dem Fall nur ich, da gut und groß drauf gezeigt sind. Und man sieht ab und zu, neigt die auch so ein bisschen zu Fokuspumpen. Ich schalte jetzt auch mal auf das zur Kamera zugehörige Raummikrofon um. Das ist nämlich jetzt dieses. Und dann gibt es zu der Kamera so eine Fernbedienung. Die hat so einen Joystick in der Mitte, mit der kann man die Kamera so ein bisschen im Raum hin und her schwenken. Man kann auch noch mal ein bisschen rein und raus zoomen. Gibt einen Regler für die Lautstärke. Es gibt so ein paar Preset-Tasten unten und oben gibt es zum Beispiel eine rote Taste, mit der man das Raummikrofon stumm schalten kann, was ich jetzt mal mache. Und wenn ich das Mikrofon wieder einschalte, dann hört man es. So, mit der Taste in der Mitte kann man die Kamera wieder in diesen Ursprungsmodus zurücksetzen, sodass sie wieder zurückfährt und wieder versucht, Personen im Raum zu erkennen. Ich stelle mich jetzt mal ein bisschen in die Mitte. Kamera sollte jetzt gleich wieder automatisch auf mich draufzoomen. Und ich zoome mal ein bisschen raus, sodass man hier die Technik im Raum erkennt, weil ich gerne kurz zeigen und erklären möchte, wie man hier was anschließen muss. Es gibt, ich sag mal, so einen Medienwürfel in der Mitte. Da kommen zwei Kabel raus, ein HDMI-Kabel, ein etwas dickeres und ein dünneres USB-Kabel. Die sind jetzt beide hier an meinen Laptop angeschlossen. Über das HDMI-Kabel geht das Bildsignal zum Beamer, den man hier, wenn ich noch ein bisschen rausziehe, zoome, an der Decke hängen sieht. Und über das USB-Kabel kommen halt die Signale von den Kameras in den Laptop, die Signale von dem Raummikrofon in den Laptop und da gehen auch die Signale zu den Lautsprechern, die ja beide vorne an der Wand hängen, raus. Die Raummikrofone, eins habe ich jetzt hier auf diesen Tisch gelegt und ein weiteres hier in die Mitte des Raumes auf so eine Laptop-Tasche. Wenn man jetzt ein größeres Meeting hat und da hinten vielleicht noch Leute sitzen, würde es sich bestimmt noch lohnen, ein weiteres Mikrofon dort hinten im Raum zu platzieren. Ansonsten merkt man schon, dass ich, wenn ich jetzt mal hier so im Raum rumlaufe und mit normaler Lautstärke einfach weiterspreche, das ist schon relativ egal, ist, wo ich mich im Raum hier befinde und überall trotzdem relativ gehört werde. Ja, in diesem Medienwürfel, der hier vorne auf dem Tisch liegt, zu dem ich jetzt wieder hingehe, da sind noch mehr von diesen Raummikrofonen drin. Die sind in so kleinen Pappschächtelchen verpackt. Ja, ein drittes, denke ich, wäre für den Raum jetzt noch ganz gut. Es ist eben nicht so, dass man auf jedem Platz, wo jemand sitzt, ganz unbedingt so ein Mikrofon hinpacken muss. Die sind eigentlich sehr gut und empfindlich und meines Erachtens kommt es eher darauf an, für eine gute Audioqualität, dass alle Personen, die im Raum sprechen, ungefähr gleich weit weg sind von diesem Mikrofon. So, und dann gibt es eben die zweite Kamera, die hier an der Rückseite des Raumes angebaut ist. Sieht man da so ein bisschen als kleinen schwarzen Punkt an der Rückwand. Und jetzt schalte ich mal auf diese Kamera um. Da muss auch die erst kurz auf den Dornröschenschlaf erwachen. Da gibt es eine zweite Fernbedienung zu, die zeige ich gleich. Mit dieser Fernbedienung kann man auch diese Kamera ein bisschen neigen, zoomen und schwenken. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen auf mich rein zu zoomen, dass man eben mich sieht und auch gleichzeitig die Projektionsfläche. Und ja, auf dieser Projektionsfläche kann man natürlich sich die Videobilder der Zoomies, der remote zugeschalteten Teilnehmenden anschauen. Oder man kann natürlich auch eine Bildschirmfreigabe machen. Ich gebe jetzt mal hier kurz die Webseite der Fakultät frei. Und dann versuche ich nochmal so ein bisschen auf die Projektionsfläche
die Kamera zu schwenken und dann sieht man, dass ich natürlich dann auch ganz klein sieht man vielleicht im Bild, dass man sich jetzt hier in Zoom natürlich die Videokacheln der Zoom zugeschalteten frei positionieren kann. So, damit gehe ich noch einmal zurück auf meine interne Kamera, um diese Fernbedienung zu zeigen. Also das ist die Fernbedienung für diese Kamera des also für die an der Beamer-Seite angebrachte Kamera. Das ist die Fernbedienung für die Kamera an der Rückseite des Raumes. Da gibt es hier oben eine Taste, die sieht so ein bisschen aus wie Stummschalten. Mit der schaltet man aber die ganze Kamera aus. Das heißt, die Kamera schläft so ein und braucht dann auch ein paar Sekunden, bis sie wieder aufwacht. Und es gibt noch eine dritte Fernbedienung. Das ist die für den Beamer. Da braucht man aber eigentlich nur die Taste hier oben, um den Beamer einzuschalten und die zweite Taste in der Mitte, um den Beamer auch irgendwann wieder auszuschalten. So, und das ist eigentlich alles, was man wissen muss, um diese sehr schöne vorinstallierte Technik hier erfolgreich zu nutzen für hybride Meetings und hybride Veranstaltungen.